Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, zunächst ein paar Worte zum Verfahren. Wir haben schon im Oktober unsere Bedenken geäußert, dass die Verhandlungen mit den kommunalen Spitzenverbänden für uns intransparent sind. Und wir haben angemahnt, dass der Landtag angemessen informiert wird. Und wieder erfahren wir die Ergebnisse aus der Presse. Das halten wir für absolut inakzeptabel. Nun hat uns Frau Ministerin Lehrmann für die Landesregierung ja jetzt auf den Stand der Dinge gebracht. Immerhin, dafür danke ich. Und wir haben mit Spannung geschaut, was bis heute vielleicht noch passiert. Nun wissen wir, es gibt ein Angebot der Landesregierung und es gibt weitergehende Forderungen der kommunalen Spitzenverbände. Ich glaube, wir wissen auch alle, dass Frau Lehrmann gehofft hat, Frau Ministerin Lehrmann, uns heute etwas Besseres berichten zu können. Also ich denke schon, dass man gehofft hat, dass es zu einem Abschluss kommt. Das ist leider nicht passiert. Was wir auf jeden Fall sehen müssen, ist, dass es natürlich Interessen der Kommunen gibt. Es gibt Interessen der Landesregierung. Das, was hier aufgemacht wird, diese Schwarz-Weiß-Diskussion, die kann ich nicht verstehen. Natürlich werden die Kommunen versuchen, möglichst viel Geld für die Kommunen zu bekommen. Natürlich ist es so, dass die Landesregierung wenig Geld hat und gucken muss, dass sie nicht überfordert ist. Und diese Lager hier aufzumachen, entweder oder, das halte ich nicht für zielführend. Die Debatte heute Morgen hat so ein bisschen was von täglich grüßt das Wurmeltier. Eigentlich war alles schon gesagt und die Positionen waren immer klar. Die gebetsmühlenartige Wiederholung Ihrer Forderung, liebe CDU und FDP, die Konnexitätsrelevanz jetzt endlich anzuerkennen, zeigt, Sie sind richtig ausdauernd. Respekt. Ein konstruktiver Beitrag für die Lösung der zahlreichen Probleme vor Ort kann ich aber nicht erkennen. Was würde denn passieren, wenn die Konnexität anerkannt würde? Ihr Geschrei möchte ich dann hören. Schuldenbremse muss eingehalten werden, das Land muss sparen. Die Sprüche sind ja bekannt. Ach ja, ich erinnere mich, die CDU will Studiengebühren einführen und Lehrerstellen streichen. Und wenn wir mal ehrlich sind, wollen sie eigentlich auch die Inklusion bremsen. Und das ist nicht die Bildung der Zukunft. An dieser Stelle möchte ich aus der Anhörung Gesken Wörmann von der Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe Behinderter zitieren, mit Verlaub, Herr Präsident. Ich kann vor weiteren Diskussionen um Konnexität nur warnen. Der Mensch vor Ort versteht nicht, dass man sich in diesem Zusammenhang über diese Dinge unterhält und nicht über Inhalte. Ich kann nur davor warnen, denn damit wird man keinen Wahlkampf gewinnen. Und genau das versuchen Sie. Meine Damen und Herren von der CDU und FDP. Sie machen hier Wahlkampf unter dem Deckmäntelchen vermeintlicher Anteilnahme der Betroffenen. Richtig ist aber, dass den Schulträgern Unterstützung für den Ausbau der inklusiven Angebote, sie brauchen diese Unterstützung. Wir haben deshalb schon im letzten Haushaltsverfahren vorgeschlagen, als Sofortmaßnahme zur Unterstützung der Schulträger beim Ausbau des gemeinsamen Lernens Landesmittel bereitzustellen. Weiter haben wir die Landesregierung aufgefordert, mit den kommunalen Spitzenverbänden Gespräche zu einem Landesprogramm zum Ausbau der schulischen Inklusion aufzunehmen. Damals haben Sie uns ignoriert, wenn nicht gar belächelt. Damals sagten Sie im Schulausschuss, Frau Zentis, Sie könnten den Anträgen der Piraten nicht zustimmen, denn das Land könne sich weder in Schulträgeraufgaben einmischen, noch in Aufgaben, die nicht Landesaufgaben wären. Das sehen Sie jetzt offensichtlich anders. Hätten Sie damals unseren Vorschlag angenommen und den Kommunen ein echtes Angebot gemacht, befänden wir uns jetzt nicht in dieser Misere. Wir wären sehr viel weiter, wenn dieser Weg gewählt worden wäre. Denn dann stünden jetzt schon die Mittel für die Schulen bereit. Die Frage der Kosten der Schulträger liegt schon länger auf dem Tisch. Vor gut einem Jahr haben wir das hier schon klar formuliert. Das wollten Sie damals nicht wahrhaben, liebe Kollegen von Rot-Grün. Der Weg, den Sie stattdessen genommen haben, hat für Frust und Ärger gesorgt. Nun wird das Land doch noch einen beachtlichen Teil der Kosten übernehmen müssen. Ihre Vogel-Strauß-Politik ist gescheitert. Die Zeche zahlen Sie jetzt doch. Dass Sie sich auf den Weg zu einer pragmatischen
zu einem pragmatischen Kompromiss mit den kommunalen Spitzenverbänden gemacht haben, erkennen wir an. Das hätten Sie schon früher haben können, Herr Römer, wenn Sie sich damals mit unserem Vorschlag ernsthaft auseinandergesetzt hätten. Schön, dass Sie ihn jetzt dann noch aufgegriffen haben. Wenden Sie sich demnächst gerne an uns. Wir beraten Sie gerne. Für pragmatische Lösungen sind wir bekannt. Der aktuelle Stand kann uns aber nicht zufriedenstellen. Darüber wurde viel Zeit verloren. Die Frage steht im Raum, ob die Schulen vor Ort bis zum Beginn des nächsten Schuljahres noch von der Unterstützung durch das Land profitieren können. Und man muss festhalten, dass hier einiges schiefgelaufen ist beim Jahrhundertprojekt Inklusion. Der Verzicht auf die Kostenfolgeabschätzung nach Connex AG im Gesetzgebungsverfahren war falsch. Rot-Grün haben die Kosten, die auf die Schulträger zukommen, bisher immer klein geredet. Rot-Grün hat das Vertrauen in den Inklusionsprozess beschädigt, verlässliche Rahmenbedingungen bislang verweigert. Und Herr Laschet, da bin ich ganz bei Ihnen. Es hilft nicht nur über Geld zu reden, wir müssen tatsächlich auch noch über Standards und Rahmenbedingungen sprechen. Das ist mindestens genauso wichtig wie das Thema Konnexität und finanzielle Unterstützung. Wir sehen weiterhin die Gefahr einer Inklusion nach Kassenlage. Wir fürchten, dass die schulische Inklusion in verschiedenen Kommunen in unterschiedlichem Tempo und leider auch in unterschiedlicher Qualität umgesetzt wird. Deshalb haben wir uns schon im Gesetzgebungsverfahren für eine Anerkennung von Mehrkosten der Schulträger ausgesprochen und hatten im Haushaltsverfahren entsprechende Anträge eingebracht. Es ist jetzt wirklich Zeit, wenn man ehrlich ist, eigentlich schon zu spät. Nehmen Sie jetzt das Geld in die Hand und unterstützen Sie die Kommunen und schaffen Sie endlich Verbindlichkeit, was die Rahmenbedingungen betrifft. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Pieper.